Liebe Zuseher, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres YouTube Service Magazins. Heute mit unserer neuen LabCraft SI9 Umfeldbeleuchtung. Ganz neu ist das Modell nicht, es gibt es schon seit ein paar Monaten, aber wir haben es erst jetzt ins Sortiment aufgenommen. Was ist es? Wie der Name schon sagt, das ist eine Umfeldbeleuchtung, die sich in eine doch jetzt mehrere Jahre währende Reihe von Umfeldbeleuchtungen dieses Herstellers der Firma LabCraft in England einreiht, angefangen mit der großen SI6, dann die SI7, danach die etwas kompaktere SI8 und jetzt das kleinste Modell sozusagen des Geschwisterpärchens oder der Geschwister, die SI9. Die SI9 ist wie gesagt eine Umfeldbeleuchtung, dient in dem Fall hier zur Ausleuchtung des näheren Umfelds ums Fahrzeug zum Arbeiten. Es ist kein Arbeitsscheinwerfer, es ist auch kein Fernscheinwerfer. Das Modul dient hauptsächlich gerade bei Kommandofahrzeugen, Mannschaftstransportfahrzeugen, Fahrzeugen der Logistik oder dergleichen, im Idealfall dazu, um das Fahrzeug im näheren Umfeld des Fahrzeugs hier eine ausreichende Lichtausleuchtung in der Nacht zu gewährleisten. Man sieht es auch hier, dass das Modul leicht angeschrägt ist, das heißt, der Leuchtkegel fällt direkt nach unten. Die SI9 ist mit knapp 850 Lumen für die Größe sehr stark. Wir werden es jetzt einfach mal kurz anschließen. Denn Sehen ist ja, wie man so gut weiß, deutlich besser als es nur zu glauben. So. Das heißt, wir haben hier jetzt dann diese SI9, wie gesagt, das sind knapp 850, ich glaube 852 Lumen Lichtleistung. Eine Neuerung hierbei ist, bei allen anderen Modellen haben wir hier immer einzelne LEDs, 3 Watt, 5 Watt LEDs, die verbaut sind. Das ist das erste Modell, wo wir sozusagen eine durchgehende Lichtleiste oder Lichtquelle haben und somit auch hier kontinuierlich gute Ausbeute und gute Lichtwerte erzielen können. Die SI9 ist zusätzlich zugelassen als also gemäß E11. Das heißt, Sie können diese Leuchte auch als Rückwärtsscheinwerfer verwenden. Diesbezüglich ist sie auch entsprechend zugelassen. Das Gehäuse ist, also der äußere Gehäuseteil ist Plastik, schlagfester Kunststoff und das Innere hier drinnen, man sieht das mit diesen Schrauben befestigt, ist ein Aluminiumgehäuse und in diesem Alugehäuse sitzt die Platine mit den LED-Modulen. Mit dabei ist hier so ein Ausgleichsgummi, um das Ganze hier ans Dach zu schrauben. Bezüglich des Anschlusses ist es ziemlich einfach, plus minus und das war's, mehr bedarf es in der Situation hier nicht. Die Module, wie gesagt, sind ab sofort bei uns im Webshop erhältlich unter www.911services.net. Die Preise, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, beginnen so um die 55 Euro für das Modul. Gehäusefarbe ist vielleicht noch wichtig, dass die SI9 gibt es in zwei unterschiedlichen Gehäusefarben, in Weiß und in Schwarz, wie Sie es hier sehen. Ja, wie gesagt, das Produkt und viele mehr finden Sie auch in unserem neuen Produktkatalog, den Sie in Kürze bei uns auf der Website zum Download finden und natürlich auch jederzeit als Hardcover oder Printkopie per Post bestellen können. Ich danke wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.